Hallo zusammen und willkommen an meinem Schreibtisch und ja, willkommen zu einer neuen Wochendeko. Ich möchte heute die Kalenderwoche 12 mit euch dekorieren und ja, habe mir auch wieder schon ein bisschen was überlegt, weil ich nämlich in dieser Woche in Holland war und das gerne ja, so ein bisschen dokumentieren wollte. Ich hoffe, das klappt hier heute alles einigermaßen, weil es ist schon fast dunkel draußen und es ist dementsprechend hier heute Kunstlicht. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie geht und der Aufbau ist hier heute ein bisschen wackelig. Also ich hoffe, dass das Bild nicht zu sehr wackelt. Aber gut, ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich habe hier schon wieder allerlei Gedöns mir zurechtgesucht. Und da ich ja in Holland war, wollte ich gerne was mit Tulpen machen. Leider haben die Tulpen noch nicht geblüht, wir waren ein bisschen zu früh. Man konnte aber schon sehen, was ein Tulpenfeld wird, aber es war halt noch alles grün. Ja, aber weil ich Holland irgendwie trotzdem mit Tulpen verbinde, wollte ich halt einfach gerne hier was mit Tulpen machen und ich habe im Schrank noch diese Tulpensticker gefunden und dachte, dass die sich doch eigentlich ganz gut dazu machen würden. Und ich habe auch noch ein Tulpensample irgendwo. Ich bin halt jetzt hier heute relativ unvorbereitet, weil das hier gerade eine relativ spontane Geschichte wird. Ja, hier, das meine ich. Und ich habe gedacht, wenn man sich jetzt hier die lilanen und weißen Tulpen raussucht, könnte das doch eigentlich ganz gut werden, oder? Ich würde sagen, ich versuche das einfach mal. Ja, ich mag die super gerne, diese transparenten Sticker, aber das wisst ihr ja schon. ja. Von daher würde ich sagen, fange ich glaube ich einfach mal mit diesem Sample hier unten an. Oder klebe ich es hier oben hin. Was ich mir auch rausgesucht habe, ist dieses Tape. Ich mache das einmal auf. Also ich habe das noch gar nicht ausgepackt. Es lag jetzt schon eine Weile im Schrank. Und ich mag halt diese Häuser in Holland so gerne. Ich finde die irgendwie total cool. Ach, das ist ja witzig. Das hat ja gar keine Trägerfolie. Das ist ja spannend, okay. ja, ich finde halt, das passt irgendwie zu holländischen Häuschen. Beziehungsweise es ist, glaube ich, das, was ich habe, was dem am nächsten kommt. Vielleicht kann man das so ein bisschen layern. Oder ist das vielleicht ein bisschen heftig? Ich weiß noch nicht. Aber das ist irgendwie cool. Ich dachte, das hätte irgendwie auch eine Trägerfolie. Okay, kurze Verwirrung. ja, und dann hatte ich mir halt dieses Mädchen hier schon mal rausgesucht, weil das auch hier Tulpen hat. Ich bin aber nicht sicher, ob es das tatsächlich wird oder ob wir da vielleicht gleich nochmal gucken, was der Fundus noch so hergibt. ja. Genau, generell habe ich in dieser Woche eigentlich nicht so wahnsinnig viel Platz, mich auszutoben, weil die Woche super vollgestopft war. Davon kann ich jetzt auch noch ein bisschen erzählen. Das war nämlich die letzte Woche von meinem letzten Semester. Und ja, dementsprechend war echt viel los. Also ich hatte halt noch einige Prüfungsleistungen, die ich ja, zu vollbringen hatte, sage ich mal. Und dazu kam halt die Tatsache, dass wir halt am Donnerstag dann in den Urlaub fahren wollten. Und ich aber halt auch noch manche Sachen irgendwie fertig machen musste. Und dann hatte ich auch noch am Montag einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Was die Woche jetzt auch nicht unbedingt entspannter gemacht hat.
Ja, weil ich dann quasi schon das ganze Wochenende geschwitzt habe wegen diesem Vorstellungsgespräch. Ihr könnt euch das sicher vorstellen, dass das nicht so cool war. Aber so viel kann ich sagen, es gibt gute Nachrichten. Ich habe nämlich noch am Donnerstag, als wir in den Urlaub gefahren sind, eine Zusage bekommen. Yay! ich habe mich riesig drüber gefreut, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Und ja, der Urlaub war dann sozusagen gerettet. Und ja, ich freue mich jetzt total, dass das alles so geklappt hat. Und ja, bin da sehr, sehr, sehr happy drüber. Ich glaube, das hier ist die gleiche. Ist das hier noch eine andere? Nee, das ist die, diese. Das hier ist auch die gleiche. Okay. Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, dass man noch ein bisschen was mit Grün machen könnte. Und ich habe hier schon mal meine neuen Lynchianing Stempel bereitgelegt. Gleichzeitig liegt hier aber auch noch sowas und sowas und hier so ein bisschen Stempelkram. Aber ich glaube, die sinnvollste Idee ist jetzt erstmal zu gucken, was wir hier mit den Mädchen machen. Ich versuche hier nicht so doll zu wackeln. Ich hoffe, es klappt. Und wenn nicht, tut's mir leid. Ich versuche das beim nächsten Mal wieder besser hinzukriegen. Ah, ich glaube, ich gucke mal bei denen hier. Sind ja alle sehr hübsch, aber nicht so passend. Regenschirm, nein, das Wetter war super. Ich hätte gerne was mit Lila, irgendwie. Die könnte vielleicht noch gehen. Ich guck mal, was in der anderen Kiste noch ist. Und ich muss zwischendurch mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Mein Handy-Akku war nämlich nicht mehr der vollste. die hier könnte vielleicht auch noch gehen. Die ist mir zu gut. Die passt jetzt auch nicht so wahnsinnig gut von den Farben her. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt noch sehen können. Oh ja. Oh ja. Okay. Toll, jetzt habe ich hier die Qual der Wahl. Okay, ich glaube, die wird's nicht. Tue ich die doch schon mal weg. Oh. Ich glaube, die beiden oder die. Ui. Ich weiß es nicht. Ich lasse erstmal alle drei draußen liegen. Du kommst auch weg. So. Okay. Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Ja, und die große Frage ist natürlich jetzt auch, was machen wir hier oben? Das hier ist ein bisschen klein. Oh, oh. Ich glaube, ich klebe das hier noch darunter. Finde ich nämlich ganz schön, dann hier noch so ein bisschen Vintage-y mit einzubauen. Und dieses Schwarz-Weiße passt ja einfach überall dazu. So. Ja, genau. Also dafür, dass in der Woche so viel los war, bin ich gerade recht schweigsam. Also es war halt echt eine richtig heftige Woche und ich war echt fertig. Und deswegen war ich richtig froh, dass wir halt diesen Kurzurlaub, also verlängertes Wochenende war es ja quasi,
da geplant hatten. Und dass auch alles geklappt hat. Und es war wirklich total schön. So als hätte jetzt mal jemand kurz die Pause-Taste gedrückt. Also so wie es halt auch sein soll. Und es war tatsächlich in zweifacher Hinsicht, als hätte jemand die Pause-Taste gedrückt, weil in Holland tatsächlich gerade quasi gar keine Corona-Regeln mehr gelten, was richtig merkwürdig war. Also es gilt keine Maskenpflicht mehr, es gilt auch keine Abstandsregel mehr und wir hatten das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Also als wir in unserer Unterkunft angekommen sind, hatte die Dame uns da schon gesagt, so ja, weil wir halt mit Maske in das Hotel spaziert sind, logischerweise möchte ich jetzt mal fast behaupten. Und da hatte sie uns halt schon gesagt, so ja, in Holland gilt gerade keine Maskenpflicht mehr und wir so, okay. Und dann waren wir halt in so einem Supermarkt und es war so ein richtig enger Supermarkt. Und alle Leute sind einfach total eng zusammengelaufen und ohne Maske und wir waren so, was? Und wir hatten dann trotzdem, also in den Supermärkten zumindest eine Maske auf. Ich meine, draußen fand ich jetzt in der Außengastronomie, ob ich jetzt ja, draußen zu meinem Tisch mit Maske gehe oder nicht, fanden wir jetzt nicht so schlimm. Aber es war trotzdem einfach, ja, es war irgendwie schön, aber irgendwie auch ein total komisches Gefühl. Also, ja. So, ich überlege jetzt gerade, wie ich das mit diesem Rahmen mache. Ich glaube, ich möchte ihn einmal so ein bisschen ausschneiden und dann diese Tulpe quasi so dahinter kleben. Wisst ihr? Ja, das mache ich jetzt vielleicht einmal kurz. Ich habe fertig. ich finde das eigentlich ganz nett, den dann hier so hinzukleben. Ich weiß jetzt nur nicht genau, eigentlich müsste ich, glaube ich, die Tulpe vorher abschneiden. Hm. Ja. okay, mache ich das jetzt einfach mal auf gut Glück. Da muss ich es halt hinterher so reinpuzzeln, dass es irgendwie passt. Ja, genau. Also Corona-Pause in Holland, das war schon echt ein sehr, sehr komisches Gefühl. Aber halt irgendwie auch total schön, dass ja, man das Gefühl hatte, man kann irgendwie unbeschwert irgendwas machen, was man so die letzten 2 Jahre komplett vergessen hatte. Ja, ist jetzt nicht so, also ich meine gerade heute, ich fahre ja mit dem Zug zur Arbeit. Und gerade heute war es halt auch wieder so, dass echt viele Leute irgendwie meinen, sie könnten die Maske unter der Nase tragen oder sie könnten sie komplett absetzen. Und oh, ich fühle mich dann so unwohl. Also teilweise fühle ich mich so unwohl, je nachdem, was es auch für Leute sind, dass ich dann einfach den Platz wechsle, weil ich das irgendwie nicht aushalten kann. Weiß ich auch nicht, man da jetzt irgendwie so ein bisschen paranoid geworden ist. Ja, von daher weiß ich nicht. Ja, es war jetzt im Urlaub irgendwie schön, aber es war halt irgendwie auch Urlaub. Keine Ahnung, wie ich das besser beschreiben soll. Sorry, ich glaube, das Bild wackelt echt ein bisschen doll. Mann. Ja, das gefällt mir doch hier schon mal ganz gut. Ich freue mich gerade voll, dass ich diesen passenden lilanen Rahmen hier irgendwie hatte. Wo ist jetzt mein Washi-Tape geblieben? Hier. Genau. Ja, und ansonsten, wir hatten halt super Wetter. Also es war nicht so warm. Aber es war super sonnig. Und es war schon warm genug, dass man irgendwie nachmittags mal draußen in einem Café sitzen konnte und ein Getränk zu sich nehmen konnte, ohne dass man jetzt übermäßig gefroren hat. Das war schon echt ganz schön. So, ich glaube, ich möchte jetzt hier noch ein paar Häuser hinmachen. Das ist echt ganz cool, dieses Tape. Und es ist irgendwie
kenne das gar nicht, so ein Tape ohne Trägerfolie. Genau, und wir hatten auch unsere Fahrräder dabei, sind dann halt auch einigermaßen viel mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. So, jetzt haben wir hier natürlich noch so ein Stück von dem anderen Haus drauf. Kriege ich das hier wieder ab? Jetzt hat sich hier irgendwie die oberste Schicht abgelöst. Okay, ich lasse es einfach so. So. Genau, haben uns halt so die kleineren und größeren Städte in der Umgebung angeguckt und das war echt ganz nett. Den Stempel hatte ich mir jetzt natürlich auch noch rausgelegt. Weiß gar nicht, ob der jetzt noch zum Einsatz kommen kann. Jetzt tendiere ich gerade dazu, dieses Mehl einfach hier so rüber zu kleben. Und ja, vielleicht hier noch einzeln. So. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, was ich mit diesen ganzen Tulpen hier tue. Weil wenn ich das hier hinstempel, dann sind mir die hier eigentlich ein bisschen viel. Schwere Entscheidung. Was war denn am Mittwoch? Vielleicht fangen wir mal so an. Mittwoch. Okay, Mittwoch war tatsächlich gar nicht so viel. Das heißt, vielleicht könnte ich diese Tulpe hier hinstempeln. Oder ich mache es so. Die so ein bisschen einrahmen. Das ist doch vielleicht auch eine ganz nette Idee, oder? Ja, das mache ich jetzt einfach mal. So. Ich habe mir keine Putztücher rausgesucht. Na gut. Okay. Das wackelt echt, wenn ich das so auf den Tisch mache. Deswegen mache ich es jetzt so. Genau, und wir hatten auch eine ganz süße Unterkunft. Die hatte ich halt auch ein bisschen deswegen ausgesucht, weil sie irgendwie cool war. Also das war so ein ehemaliger Bauernhof quasi. Und die hatten etwas, das nannte sich Außenzimmer. Und das war wie so ein, ja, Container quasi. Also man hat draußen hatten die halt so eine große Wiese und da hatten sie halt wie so Container hingestellt. Oh shit, das war vielleicht nicht so gut. Okay, das hat aber gut geklappt. Und ja, dann hatte man quasi seinen eigenen Container. Also es war halt das Nötigste drin, ein Bett und ein Badezimmer. Aber es hatte halt so riesige Fenster und es war halt schon irgendwie... War ganz nett. Und es war halt draußen auf einer Wiese und es war einigermaßen ruhig. Also man hat trotzdem noch halbwegs laut die Straße gehört. Es war ein bisschen ärgerlich, aber jetzt auch kein Drama. Ja. Ich finde das eigentlich ganz nett hier. Ich würde jetzt gerne mal irgendwie eine Meinung dazu hören, aber es wird schwierig. Okay, das sieht noch alles ganz gut aus hier. Den Stempel hier oben vielleicht noch hin? Oder hier hin? Ne, dann haben wir da so direkt gestempelt. Der kommt da oben noch hin. Ach, ich muss echt mal gucken, dass ich den Aufbau hier wieder ein bisschen besser hinkriege beim nächsten Mal. Genau, und ja, das war eigentlich so unser Urlaub und das war echt ganz schön. Ja, jetzt ist noch so die Frage, die ich mir gerade stelle, ob ich halt jetzt hier von diesen Kreisen hier noch was hinmachen will. Und diese Striche habe ich auch mitgebracht. Bevor das halt wieder, also wenn ich jetzt das soll ja so ein bisschen der Hintergrund sein und wenn ich jetzt erst die Mädels hier aufklebe, dann kann ich das nicht mehr so richtig in den Hintergrund machen. Versteht ihr mein Problem?
Zwar dachte ich, das hier könnte ganz gut passen. Aber vielleicht auch das hier. Die sind dann halt gleich relativ dunkel. Das hier gibt es auch noch. Ich glaube, ich möchte erstmal ein Testpapier. Einen Moment. So, Testpapier. Dann wollen wir mal. Aber ich glaube, ich brauche jetzt trotzdem erstmal meine Saubermachtücher. Och Manu. Muss ich gleich hier doch nochmal wühlen. Ich glaube, das ist mir schon zu dunkel hier. Das ist gut. Aber das hier kommt weg. So, und Moment, welches war denn das? Das hier. Und jetzt probieren wir nochmal das hier. Das ist auch gut. Okay, nehmen wir die beiden. Und ich gehe jetzt mal schnell mein Saubermachtuch holen. So, weiter im Text. Aber ich finde immer besonders, wenn man zwei Stempelfarben hintereinander benutzt, muss man die Dinger doch schon mal abwischen zwischendurch. Die anderen mache ich hinterher sauber, das ist jetzt sowieso schon angetrocknet. Aber vielleicht hilft es, wenn ich es einmal drüber wische. Trocknet es vielleicht nicht ganz so fest. So, geht. Ich habe mich jetzt übrigens doch durchgerungen und mir so einen Stays-on-Cleaner gekauft. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt auch hier diese, also weil ich habe ja jetzt keinen Stays-on benutzt, sondern hier dieses Memento. Ich weiß nicht, ob man das damit auch unbedingt besser wegkriegt, aber ich werde es mal versuchen. Okay, so, jetzt kann es losgehen. Hier ist noch Nummer 4. Nicht so weit runter, sonst seht ihr nichts mehr. Seht ihr so noch was? Ja, so schon was zu hoch. Okay, na dann lege ich jetzt einfach mal los. Muss ja sagen, ich finde, es war eine sehr gute Investition, diese Preisstempel. Die sind richtig schön. Ich finde die total cool. Und habe auch schon in meinem anderen Kalender so ein bisschen damit rumgestempelt. Und es hat doch irgendwie hat Spaß gemacht. Und die machen wirklich schöne Abdrücke. Also. Und was ich auch total gerne mag, das habe ich damit auch versucht schon im anderen Kalender, die hier so ein bisschen zu layern quasi. Ich finde, das macht auch irgendwie einen coolen Effekt. So, jetzt mache ich die mal sauber und nehme die beiden anderen. Und die gehen tatsächlich einigermaßen wieder sauber. Ganz gut. Ich beschwere mich da ja immer drüber, dass diese blöden Stempelkissen so schlecht sauber gehen. Aber die hier sind tatsächlich einigermaßen in Ordnung. Oder es liegt einfach daran, dass ich bisher nur ja, farbig gestempelt habe und kein Schwarz benutzt habe. Aber ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt nicht beschwören. Genau, ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin jetzt wieder arbeiten und muss aktuell jeden Tag ins Büro fahren. Also an den Arbeitstagen, natürlich nicht an den Wochenenden. Und das war echt eine ganz schöne Umstellung, weil ich ja jetzt seit Dezember quasi komplett zu Hause war und bis auf ein oder zweimal halt wirklich komplett aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Oh Mist. Ah, den habe ich verrutscht. Na gut. Und ja, von daher war das jetzt schon echt eine krasse Umstellung. Aber es ist auch ganz schön, mal wieder ja, die Kollegen vor Ort zu treffen.
zumindest teilweise, wenn dann mal jemand reinkommt. Es kommt ja auch nicht jeden Tag alle, aber immer mal wieder. Und das ist halt auch echt ganz, ganz schön. So, ich glaube, diese Streifen, die hier, die hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Wenn ich beschriftet habe, dann kann ich damit noch die Lücken füllen. Genau, und ich glaube, ich würde jetzt einmal gerade die Mädels ausschneiden. So, ich würde sagen, dann können wir jetzt mal die ganzen Blümchen hier aufkleben. Und Mädels. Und ja, dann haben wir es auch schon fast wieder. Wobei mir gerade auffällt, dass ich eigentlich noch gucken wollte, ob ich einen passenden Käsesticker habe. denn Holland ist ja nun mal bekannt für seinen Käse. Und wir waren auch in einem Käseladen. Relativ ausgiebig. Und das wollte ich ja eigentlich auch ganz gerne noch mit dokumentieren. Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Erstens, wo das noch hinpassen soll. Und zweitens, ob das überhaupt noch so gut passt. Na, ich gucke gleich mal. Ich muss den auch erstmal suchen. Irgendwo habe ich ihn mir hier hingelegt, aber... Jo. Genau. Nee, aber deswegen, also, weil ich jetzt halt wieder jeden Tag ins Büro muss, entsteht hier dieses Video gerade auch relativ spontan. Es ist jetzt halt schon abends. Und ich bin dann halt gerne mal, ja, 11 Stunden aus dem Haus, wenn ich ins Büro muss. Weil ich halt einfach Fahrzeit habe und, ja, dann habe ich halt meistens abends keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. ja, ich habe aber die Perspektive, dass ich irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Homeoffice machen kann. Darüber würde ich mich sehr freuen. Einfach, weil es halt auch unheimlich Fahrzeit spart. Und damit auch Nerven. ja. So, jetzt überlege ich gerade, wo könnte der Käsesticker drin sein. Hier. Hier sind nämlich schon so ein paar vorausgeschnittene Sachen drin, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob hier überhaupt der Käse dabei ist. Hier drunter vielleicht? Ja, ich glaube, hier ist Käse. Nee, das ist Kuchen. Ist das hier Käse? Käse? Noch mehr Käse. Okay. Und was ist das hier? Eine Käseplatte. Glaube nicht. Und das hier könnte auch eine Torte sein. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt hier noch... Also, in dem Käseladen waren wir am Samstag. Das heißt, der Käse müsste ja eigentlich hier hin. Das passt gar nicht dazu. Okay. Kein Käse. Tut mir leid, Käse. Ja, ich würde dann sagen, ich beschrifte erstmal, wie immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
So, ihr Lieben, ich bin fertig. Dachte ich zumindest. So, nein, ich bin fertig. Und dachte, wir können jetzt nochmal hier so, ja, zwei, drei Dinge ergänzen. Ich weiß zwar noch nicht so genau wo, aber das macht ja erstmal nichts. Und bevor mir hier irgendwelche Fragen kommen, das hier war nicht mein Geburtstag. Also, ihr müsst mir jetzt nicht gratulieren, weil war nicht mein Geburtstag. Genau, ich dachte auf jeden Fall, hier oben kann man noch was hinmachen. Und ja, ansonsten hatte ich das mit dem Handlettering heute irgendwie nicht ganz so gut raus, wie man vielleicht gesehen hat. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Moment. Oh, ich habe hier gerade die Deckel vertauscht, musste ich feststellen. Naja, auch nicht so schlimm. Genau. Ansonsten finde ich aber, ist die Deko ganz gut geworden, bis auf, ich glaube, ich hätte mir den Tulpenstempel sparen sollen. Der passt ja irgendwie doch nicht ganz so gut rein. Also ich finde ihn halt super schön, deswegen wollte ich ihn unbedingt benutzen, aber vielleicht hätte ich ihn wenigstens grün machen müssen oder so. Na, ich weiß auch nicht. Nu ist egal. ja. Aber es sieht trotzdem ganz, ganz schön aus. Und die Mädels passen gut dazu. Irgendwie habe ich mir das mit dem Käse auch anders gedacht. Aber naja. Diese wilden Namen, die hier stehen, sind übrigens holländische Städtenamen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, was ich hier für einen Quatsch hinschreibe. Das ja, hatte nichts. Also, das hat mit dem Urlaub zu tun. So, das wollte ich sagen. So, was noch? Hier vielleicht noch eins hin? Jetzt habe ich mich eingesaut. Ah ja, gut. Ich krieg's halt nie hin, diese Streifen gerade zu stempeln, aber glaube, muss ich jetzt mit leben. Vielleicht noch einen Hochkant? So. Ja, ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich belasse es dabei. Hier möchte ich noch was hinschreiben. Deswegen lasse ich das jetzt frei. So, wo ist mein Tuch? Hier. Ja, dann hoffe ich, dieses kleine Deko-Video hat euch gefallen und ja, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.